Ich war der Kommandant von Area 51. Ich würde lügen und behaupten, ich war nie dort. Es ist die legendärste geheime Militärbasis der Welt. Wir haben die Bedingungen akzeptiert. Mund halten. Dein und das Leben anderer hängt davon ab. Jetzt erzählen die Männer, die in Area 51 arbeiteten, erstmals ihre Geschichten. Es gab eine ungeheure Menge von falschen Annahmen, die aus Neugierde entstanden. Wenn man nicht weiß, was sich abspielt, versucht man dahinter zu kommen. Die CIA wird nie bestätigen, dass es eine Area 51 gibt. Punkt. Area 51, von der CIA 1955 eingerichtet, um die geheimsten militärischen Projekte der USA auszuarbeiten und zu erproben, wurde nach einer Koordinatennummer auf der Karte benannt. Obwohl sie offiziell nicht existiert, zeigen heutige Satellitenaufnahmen der Wüste von Nevada 7 Startbahnen und über 25 Hangars. Stets in Geheimnisse gehüllt, war das Gelände für Außenstehende kaum zugänglich. Doch jetzt unterliegen die frühen Projekte, mit denen alles begann, nicht mehr der Geheimhaltung und die Vergangenheit kann bekannt gemacht werden. Wir waren mitten im Kalten Krieg. Atombomben, genug für alle großen Städte. Bei 2 Streithähnen, wer schlägt als erster zu? Oft schon musste Demokratie Platz machen für rigorose Maßnahmen, unter anderem militärische, um damit die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. So dachten wir über diese Angelegenheit. Bei Besprechungen war es nicht erlaubt, Notizen zu machen. Auch die Piloten haben nicht miteinander geredet. Es wurde nichts aufgeschrieben. Es war alles nur in unseren Köpfen. Wir bekamen alle einen Codenamen. Mein Vorname war Ken und dann ein C. Aber nicht für Collins, sondern für Colmar. C-O-L-M-A-R. At least with me. Ich bin von Haus aus nicht besonders neugierig. Das kam mir zugute. Ich brauche nicht alles zu wissen und frage auch nicht nach. Ich sollte es lassen, jemals herausfinden zu wollen, welche Sicherheitseinstufung ich bekam. Die höchsten Stellen in Washington hatten die vorgenommen. Die wissen genau, was man macht, was man sagt und wo man sich aufhält. Die Basis wurde an einem ausgetrockneten See, dem Groom Lake, errichtet. Dies bot entscheidende Vorteile. Wir brauchten einen guten Landeplatz. Abhängig von der Windrichtung mussten Landungen in alle Richtungen möglich sein. Ein See bietet das. Und das Gelände war durch eine Gebirgskette sichtgeschützt. Glatt wie ein Spiegel. Unglaublich. Ich konnte mit dem Auto darüber rasen und es gab nicht einen Holperer. Wunderbar. Groom Lake war sehr karg. Wir hatten Wohnwagen zum Übernachten und ein Mehrzweckgebäude, wo man aß. Es gab kein Fernsehen und Radio. Es gab auch keine Frauen. Nur eine vom CIA für die Buchhaltung, die nur eine Nacht blieb. Sie war die einzige, die ich sah.
Paradise Ranch war der erste Name für das Gelände. Er sollte andeuten, dass es nicht ganz so schlimm war, wie es in Wirklichkeit aussah. Für mich war der Reiz an Area 51 der Job, den man dort zu machen hatte. Wer da nicht gebraucht wurde, ging auch nicht hin. Es war nicht gerade ein Kurort. Der Dienst war verdammt schwer. Die CIA brauchte einen bestimmten Schlag von Männern für die Arbeit in Area 51. Wir brauchten Leute, die im Stillen operieren. Bei der Kandidatenauswahl versuchte man, allzu große Selbstdarsteller auszuschließen. Mir stand meine erste Sicherheitsprüfung bevor. Ich ging ins Kino, meine Frau war einkaufen mit meiner Mutter. Mitten im Film kam eine junge Frau in meinem Alter und fragte mich, ob ich in Vegas wohne. Und wie lange schon und was ich mache. Meine Antworten gefielen ihr nicht. Nach einer halben Stunde ging sie. Ich fragte mich, wie lange sie mir schon auf den Fersen war. Oder war sie nur so ein Mädchen auf der Suche nach einem Kunden? Ich werde es nie erfahren. Uns wurde nicht gesagt, was auf uns zukommt. Uns wurde nur gesagt, dass es extrem geheim ist und wir mit niemandem darüber reden dürfen. Die Einstellungsgespräche fanden in Hotelzimmern statt. Einer hatte alle Screenings durchgestanden und man sagte ihm, es gibt da ein Geheimprojekt in der Wüste, wir möchten gern, dass Sie daran mitarbeiten. Haben Sie Interesse? Er meinte, das müsse er mit seiner Frau besprechen. Sie sagten, gut, machen Sie das. Als er zurückkam, waren sie weg. Er sah sie nie mehr wieder. Weil er seine Frau fragen wollte, ob er bei einem Geheimprojekt mitarbeiten könne, war er verbrannt. Man hat ihn nie wieder kontaktiert. Area 51 wurde für ein streng geheimes Projekt namens Aquatone ins Leben gerufen. 1955 kamen Leute von der CIA, der Air Force und einer geheimen Abteilung von Lockheed zur Paradise Ranch, um ihre Arbeit aufzunehmen. Sie sagten nur, das wird ein Sprung ins kalte Wasser, für den wir Freiwillige brauchen. Die meisten waren dazu nicht bereit, aber ich schon. Wir brauchten dafür einen Druckanzug. Es ging also um große Höhen. Ohne Druckausgleich fängt über 15.000 Meter Höhe das Blut an zu kochen. Der Anzug rettet einen, wenn das Triebwerk den Geist aufgibt und der Druckausgleich wegfällt. Sie fanden einen Hersteller in Boston. Die Anzüge mussten maßgeschneidert werden, hauteng. Also ging es zu David Clark, der BHs machte. Wir wurden vermessen, gingen nach Hause und mussten wieder zur Anprobe zurück. Wir durften nicht sagen, wer wir sind und was wir machen. Nur, wir brauchen einen Druckanzug. When pilots fly higher than man has ever flown, equipment changes are necessary. In diesen erst kürzlich freigegebenen Aufnahmen bereitet sich Ray Goody für einen Flug über Area 51 vor. The modified MA-2 partial pressure suits are personally fitted for each pilot. A loss of only 2 pounds in the pilot's weight could make the suit ineffective. Die Männer sahen aus wie nicht von dieser Welt. Und erste Gerüchte über Area 51 machten die Runde. Das Ganze war so geheim, dass ich selbst nicht wusste, worauf ich mich einließ. Und wondered what I got myself into.
Auch die Beteiligten wussten nicht alles. Die Mechaniker zum Beispiel wussten nicht, was wir da oben in der Luft treiben. Nichts blieb draußen stehen. Nach der Landung ging alles sofort in die Hangars. Die Männer erprobten eine der wichtigsten Waffen des Kalten Krieges, das Spionageflugzeug U-2. Es gab kein zweisitziges Schulflugzeug und kein Simulator. Die U-2 war bewaffnet mit hochauflösenden Kameras, konstruiert, Aufnahmen aus 21.000 Metern Höhe zu machen, knapp unterhalb der Stratosphäre. Als sich der Rüstungswettlauf im Kalten Krieg zuspitzte, war die U-2 Amerikas größte Hoffnung, das nukleare Waffenarsenal der Sowjets aufzuspüren. Den Piloten, die in diesen Höhen reinen Sauerstoff atmen mussten, um überleben zu können, wurde das Äußerste abverlangt. Sicher, einige kamen ganz schön ins Schwitzen. Aber ich konnte noch gut schlafen, auch mal ein Buch lesen und war mir klar darüber, was ich zu tun hatte. Denn manche Missionen waren fliegerisch nicht gerade leicht, um das angestrebte Ziel zu erreichen. Jedes überflüssige Kilo, auch das Fahrwerk, verringert die Gipfelhöhe der U-2. Der Treibstoff war in den Tragflächen. Die mussten durch ihr Gewicht von Stützrädern hochgehalten werden, die nach dem Start abgeworfen wurden. Ich mochte die Starts und dann den Steigflug. Die Erklärung der Regierung für die U-2 war, dass sie für die Wetterforschung eingesetzt wurde. Ja, das wurde vorgeschoben. Wir waren das Wetteraufklärungsgeschwader. If not conventional aircraft, then what did they see? Die U-2 flog dreimal so hoch wie normale Verkehrsflugzeuge, wurde aber manchmal gesehen. Mitte der 1950er Jahre, als der Kalte Krieg und Amerikas Interesse für UFOs auf dem Höhepunkt waren, sorgte das silberne Flugzeug manchmal für Verwirrung. Es war komplett aus Aluminium und sah da oben wohl wie ein heller Stern aus. Die Piloten mussten eisern schweigen, sogar gegenüber Fluglotsen. Es wurde gemeldet, dass da hoch oben etwas flog, aber es wurde nur ausweichend darauf reagiert. Als ich die kanadische Grenze überflog, wollte der Fluglotse meine Höhe einschätzen. Er lag ziemlich richtig, aber ich sagte, nein, das kann nicht stimmen. Sie müssen ihre Geräte neu abgleichen. Auf dieser Höhe fliegen wir nicht. 1957 waren geheime Flüge mit der U-2 die Ursache der Hälfte aller gemeldeten UFO-Sichtungen. Aber das war nichts im Vergleich mit dem, was noch kommen sollte. Area 51 war so abgelegen, dass die meisten Mitarbeiter jede Woche von Burbank oder Las Vegas anreisen mussten. Meistens schlief meine Familie noch, wenn ich aufstand und losging am Montagmorgen, um das Flugzeug zu erreichen, das meistens um 8 Uhr morgens abflog. Wir wussten auch nie genau, wie wir hingebracht wurden. Wir machten Witze. Eine Woche transportieren sie Bomben und dann Hühner. Wir wussten nicht, was sich im Laderaum des Flugzeugs befand, das uns mitnahm. Wenn man aus der Lockheed Constellation ausstieg, wurde man überprüft, ob man seine Dienstmarke hatte und auch der war, der man vorgab zu sein. Die Sicherheitskontrolle war sehr, sehr streng. Jim Friedman pendelte täglich zur Area 51. Ich hatte 3 Kinder und die wollten natürlich wissen, was Papa so macht. Fernseher reparieren, sagte ich. Meine Frau war so mit den Kindern beschäftigt, dass sie nicht weiter nachfragte. Und sie wusste ja, dass ich mich viel mit Fernsehern beschäftigte.
Es war in Ordnung. Wir hatten ein gutes Leben. Auch wenn er manchmal für eine ganze Woche nicht nach Hause kam. Aber er rief an und sagte, er müsse Überstunden machen. Die Kinder fragten, wo ist Daddy? Er macht Überstunden. Ich wusste nicht, was er tut. Es waren seltsame Tagesabläufe. Die Frau fragte, wie war dein Tag? Und man konnte nicht viel sagen. Nicht schlecht. Hab ein paar Fernseher repariert. Ich konnte ja nicht sagen, wir haben am Radar des geheimsten Flugzeugs der Welt gearbeitet. Und wie war es bei dir so? Man durfte ja nicht reden. You can't even talk about it. Let us face, without panic, the reality of our times. The fact that atom bombs may someday be dropped on our cities. Die vollkommene Geheimhaltung wurde vom Kalten Krieg und der Angst, die Sowjetunion könne die USA vernichten, genährt. Beide Seiten beobachteten sich argwöhnisch und fürchteten, durch einen Erstschlag vernichtet zu werden. Man traute niemandem, auch nicht den Testpiloten von Area 51. 1963 verunglückte Ken Collins bei einem Übungsflug mit seiner Maschine. Eine Woche danach fragten sie, ob ich zustimme, hypnotisiert zu werden, damit sie herausfinden können, ob ich die Wahrheit sage. Ich sagte, klar. Da kam dieser hochdekorierte Seelenklempner aus Boston. Aber er konnte mich nicht hypnotisieren. Er redete mit mir, aber das mit der Hypnose funktionierte nicht. Ein paar Tage danach rief mich der Fliegerarzt von Lockheed an und fragte mich, ob ich zustimme, Thiopental einzunehmen. Ich sagte, gut, mir recht. Meiner Frau sagte ich, ich muss bei Lockheed arbeiten. Sie fragte am Sonntag. Ich sagte, ja, Spezialauftrag. Und sie fand's okay. Um 6 Uhr abends brachten sie mich nach Hause. Ich war noch unter Einfluss des Thiopentals. Sie setzten mich in einen Sessel und gingen. Meiner Frau sagten sie kein Wort. Sie war böse, weil sie dachte, ich hätte mich betrunken. Am Ende zeigte sich, dass alle meine Aussagen, die ich ihnen gegenüber gemacht hatte, den Tatsachen entsprachen. When such a bomb bursts at or near the ground, tens of thousands of tons of earth and debris. Die Regierung beeilte sich, noch wirkungsvollere Waffen zu entwickeln und beschloss, Area 51 in seine Nuklearwaffentestgelände einzubeziehen. Put on your guns. Das Gebiet war so abgelegen, dass niemand auf die Idee kam, sich da rauszutrauen. Diese Abgeschiedenheit war wichtig, um unsere Arbeit so weit wie möglich im Geheimen zu machen. Zwischen 1955 und 1968 fanden über 450 Atombombentests statt. Das war organisatorisch nicht einfach. Wenn sie dort ihre Nuklearexplosionen zündeten, wurden wir immer informiert und evakuiert. Einmal dauerte es fast 2 Wochen wegen ungünstigen Wetterumständen. Wir mussten Dosimeter tragen, um sicherzugehen, dass wir nicht kontaminiert sind. Ich stand bei der Startbahn und es gab eine Explosion in Yucca Flats. Ich sah eine Wellenbewegung am Boden, die auf mich zukam. Das war eine unterirdische Explosion.
Es ist unglaublich, dass so etwas möglich ist. Unter dem Druck des Kalten Krieges fürchteten die USA, dass das Gründungsprojekt, die U-2, bereits von sowjetischen Raketen bedroht sei. Man plante ein bemanntes Flugzeug, Nachfolger der U-2, weniger verwundbar und leistungsfähiger. Nur sehr wenige beim CIA wussten davon. In den späten 1950er Jahren hatte Area 51 ein neues Top-Secret-Projekt. Wir begannen 1958 am Oxcart zu arbeiten. Mir wurde 1960 mitgeteilt, dass ich für eine Art Astronautenprogramm ausgewählt worden war. Es war ein Flugzeug, das in sehr großen Höhen, bis zu 27 Kilometer, fliegen können sollte. Das Ziel war, es so schnell und höhentauglich wie möglich zu machen und für Radar schwer erfassbar zu gestalten. Wir flogen so schnell, dass wir, wenn wir in Nord-Süd-Richtung über Kalifornien flogen und eine Kurve machten, den Staat Kalifornien verließen. Das ließ sich bei unserer Geschwindigkeit nicht vermeiden. Im Kalten Krieg war Information ebenso wichtig wie Waffen. Der Oxcart, Ochsenkarren, war als Amerikas ultimatives Spionagewerkzeug entworfen. Das erste Tarnkappenflugzeug der Welt. Es flog schnell und hoch genug, um Raketen zu entkommen. Tausende arbeiteten an dem Flugzeug im Lockheed-Werk in Burbank, Kalifornien. Doch trotz des Umfangs des Projekts blieb die Produktion geheim. Die Geheimhaltungsmaßnahmen beim Oxcart waren die strengsten, die es geben kann. Das Flugzeug musste die hohen Temperaturen aushalten, die durch Reibung mit der Luft entstehen, und mit 3200 Kilometern pro Stunde durch die Atmosphäre fliegen können. 93% des Oxcart bestanden aus Titan, woraus noch niemand ein Flugzeug gebaut hatte. Wenn man so viel Titan braucht, muss man mit der Sowjetunion ins Geschäft kommen. Wie die CIA das Zeug aus Russland gekriegt hat, ist heute noch geheim. Ich weiß nicht wie, aber sie bekamen das Titan, das wir brauchten. Als der Oxcart-Prototyp fertig war, musste er von der Fertigungshalle zu Area 51 gebracht werden. Wäre er rund gewesen, hätten sie ihn in eine viereckige Kiste gesteckt und andersherum. Er war zu lang, die Tragflächen zu breit. Also wurde er zerlegt und so von Burbank zur Area 51 transportiert. Man möchte nicht mit einem großen Transporter über einen stark befahrenen Highway fahren. Also macht man es heimlich, wenn es niemand sieht. Das erforderte Mithilfe der California Highway Patrol, der Nevada Highway Patrol und der CIA und vieler anderer. Die Route musste freigemacht werden. Bäume mussten abgesägt werden. Die Böschungen mussten abgeflacht werden, damit die Kiste durchpasste. Sie mussten nicht wissen, was in der Kiste ist. Nur, dass es etwas Geheimes ist, das geschützt werden muss. Es war eine gewaltige Operation, ihn an den Groom Lake zu kriegen. Ken Collins war einer der ersten Piloten, der den Oxcart nach seiner Ankunft in Area 51 sah.
Ich ging rüber und der diensthabende Offizier sagte, willst du sehen, was du fliegen wirst? Klar, sagte ich. Wir gingen zum Hangar. Nur durch ein Fenster kam etwas Licht herein. Und im Dunkeln sah man dieses lange, schöne Flugzeug. Wunderbar. Zunächst hielt man es für ein Raumschiff. In Area 51 haben fast 2000 Mitarbeiter nur ein einziges Ziel, das ultimative Geheimprojekt zu vollenden. Es gibt viel, was nicht jeder wissen muss. Daher ist Area 51 so ein mythischer Ort. Weil man nicht weiß, was dort vorgeht. Area 51 hatte nur einen Zweck, den Oxcart zu entwickeln und zum Einsatz in Übersee zu bringen. Vieles über den Oxcart wurde Jahrzehnte geheim gehalten. Über seine Nachfolger, die legendäre SR-71 Blackbird, ist mehr bekannt. Doch heute gelangen einige Details über den Oxcart langsam ans Tageslicht. Der Oxcart war das erste Tarnkappenflugzeug der Welt. So konstruiert, dass es für das feindliche Radar kaum zu erfassen ist. Bei dem Test, den ich machte, flog ein Oxcart über eine Radaranlage. Und wir wollten herausfinden, ob er erfasst wird. Ich ging in den Kontrollraum, um zu sehen, was geschieht. Erstmal passierte kaum was. Dann klang es, als ob eine Leiter oder so aufs Dach fällt. Das war die Druckwelle von dem Flugzeug. Man sah ihn nicht auf dem Radar. Es funktionierte. Der Oxcart konnte in 70 Minuten von Küste zu Küste fliegen. Sein einziger Zweck war, zu spionieren. Diese über Nordkorea gemachten Aufnahmen wurden von der CIA freigegeben und waren zuvor nicht öffentlich zugänglich. Sie zeigen, wie gut der Oxcart Bodenobjekte aus 27.000 Metern Höhe bei einer Geschwindigkeit von 3.500 Stundenkilometern fotografieren konnte. Die Kamera kam in ein Flugzeug, das mit Mach 3 fliegen konnte. Die Auflösung war 30 cm. Wenn man auf ein Objekt am Boden ein Gitternetz mit 30 cm großen Feldern legt, bekommt man schwarze, weiße oder graue Felder. Ein Objekt mit einer Länge von 30 cm kann als Objekt identifiziert werden, aber nicht die Art seiner Struktur. Aber bei einem Panzer kriegt man vielleicht 500 Bildpunkte und das definiert den Panzer. Doch auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges waren die Männer von Area 51 nicht die einzigen mit leistungsfähigen Kameras. Die Russen hatten das, was wir Ascheimer nannten, Spionagesatelliten. Wir hatten ein Satellitenwarnsystem. Wenn ein Satellit überfliegen sollte, wurden wir alarmiert. Wenn sich uns ein Satellit näherte, stoppten wir sofort mit allem. Wir hatten unsere Schuppen. Und wenn ein Flugzeug draußen stand und ein Satellit auftauchte, schoben wir es da hinein. Doch manchmal musste ein Modell des Oxcart auf einer Stange draußen bleiben, um seine Tarnkappenfähigkeiten zu testen. Das wurde durch die aus der Höhe spionierenden Sowjets zum Problem. Das Flugzeug auf dem Pfahl war schwer vor den Satelliten zu verbergen. Der Sicherheitsdienst meinte, wir dürfen es sie nicht sehen lassen. Uns blieb nichts anderes übrig, als das Modell von der Stange zu holen, in den Hangar zu schleppen und später wieder aufzubauen. Das machte den Job sehr mühsam.
am Flugzeug arbeiten, dann in den Hangar bringen, wieder aufbauen, wieder verstecken. Es war eine ziemliche Tortur. Trotz der Bemühungen, das geheime Flugzeug zu verbergen, fand der Nachrichtendienst heraus, dass die Sowjets eine Zeichnung des Flugzeugs besaßen und einen Weg gefunden hatten, Oxcart aufzudecken. Bei unserem Test tagsüber erwärmte die Sonnenstrahlung alles. Nur im Schatten des Modells blieb es kühl. Wenn es eine halbe Stunde draußen stand, konnte eine Infrarotkamera den Schatten erkennen. Bald begannen die Männer von Area 51 damit, die Sowjets bewusst zu täuschen. Wir wussten von den Infrarotsatelliten und wir malten die Umrisse eines Fantasieflugzeugs vor die Hangars. Viele waren auch aus Pappe. Kurz bevor der Satellit kam, stellten wir Heizgebläse am Heck auf, damit durch Anzeichen von Wärme der Eindruck entstand, die Maschine sei gerade gelandet. Sie sollten denken, dass wir etwas hatten, das sie nicht hatten. Ich bin sicher, sie haben viel Zeit und Geld investiert, um dahinter zu kommen, was das war. Die Täuschungstricks zum Schutz von Oxcart nährten die Gerüchte um Area 51. Wir flogen 1850 Einsätze von Area 51 aus, wovon niemand wusste. Das Flugzeug gab es nicht. Und wenn es doch gesehen wurde, war das wieder mal eine UFO-Meldung. General Sanford, Air Force Intelligence Director, confirms that the objects are not secret American weapons and reiterates the Air Force's obligation to investigate. Das war in der Zeit von Operation Blue Book der Air Force, der Untersuchung von UFO-Sichtungen. Sie rannten gegen eine Mauer der Geheimhaltung. Schreibt einen schönen Bericht und vergesst die Sache ansonsten. We have received and analyzed between 1 and 2000 reports. Die armen Jungs von Blue Book mussten sich zur Erklärung etwas aus den Fingern saugen. Dem Personal der Luftaufsichtsbehörde wurde nahegelegt, etwas von ungeheurer Geschwindigkeit im Luftraum nicht zu melden, um niemanden zu beunruhigen. Linienpiloten waren Problemfälle. Sie sahen die Blackbird im Steigflug. Auf 25.000 Metern Höhe. Sie waren auf 13.000 und sie gaben das erschreckt durch. Sie und die Passagiere hatten es gesehen. Das FBI traf sich mit ihnen an ihrem Zielflughafen und ließ sie eine Verpflichtung zur Verschwiegenheit unterzeichnen. Doch als es katastrophal schief ging bei Area 51, schaltete die Verschleierungsmaschinerie noch einen Gang höher. Trotz der höchst geheimen Atmosphäre um den Oxcart traten Jahrzehnte später Hinweise auf einen frühen Fehlschlag ans Licht. Ich machte im Tiefflug einen Triebwerkstest im Unterschallbereich. Da gab es Probleme mit dem Triebwerk bei der Beschleunigung auf Mach 3. Ich ging in nördlicher Richtung auf 8000 Meter und wendete nach Süden. Irgendetwas war nicht in Ordnung. Ich verlor Fahrt, aber es wurde nicht angezeigt. Bald überzog die Maschine, drehte auf den Rücken und kam in ein Trudeln, aus dem ich nicht mehr herauskam. Also bin ich lieber ausgestiegen, nach unten, weil ich im Rückenflug war. Ken hat richtig gehandelt und ist ausgestiegen. Am meisten hat mich geärgert, dass ich dieses sagenhafte Flugzeug aufgeben musste. Er kam irgendwo bei Wendover in Utah runter.
Ich bin gelandet und dann habe ich meinen Fallschirm zusammengesucht. Ich dachte, ich könnte ihn gut gebrauchen, wenn ich die Nacht hier verbringen müsste. Ich hätte ihn als Schlafsack benutzt. Meine Checkliste für solche Fälle war auseinandergefallen. Ich sah mir ein paar lose Seiten an und überall stand drauf geheim. Die Blätter, die ich noch hatte, habe ich eingesteckt. Und dann kam ein Pickup mit drei Männern. Das hat mich gefreut. Sie meinten, komm, steig ein. Wir bringen dich zu deinem Flugzeug. Ich sagte, nein, es ist eine F-105. Das war die vorbereitete Story. Mit einer Nuklearwaffe. Sie meinten, los, steig ein, lange warten wir nicht mehr. Also stieg ich ein und wir fuhren los. Ich weiß eigentlich nicht, wo sie hin wollten, wenn die Bombe losgegangen wäre, aber das wäre auch egal gewesen. Nachdem Collins sie gewarnt hatte, wagten sie nicht näher ranzugehen. Wir hatten eine Telefonnummer für Notfälle. Die habe ich angerufen. Ich habe mich identifiziert und gesagt, wo ich bin. Das hat ihnen gereicht. Die CIA hatte knappe 2 Tage, um da draußen den Schrott aufzuräumen. Sonst hätten sie dort einen riesen Rummel gekriegt. Erstmalig wurden Fotos freigegeben, auf denen zu sehen ist, wie versucht wird, die Absturzstelle zu bereinigen. 2 vom Sicherheitsdienst haben das später übernommen. Sie kamen noch ein paar Mal auf Pferden zurück und haben alles durchgepflügt, um sicherzugehen, dass wir kein geheimes Material hinterlassen haben. Trotz vorgeschobener Erklärung und abgelegenem Ort galt für die Absturzstelle noch für Jahrzehnte Geheimhaltung. Es hieß, eine F-105 ist abgestürzt. Militärflugzeuge stürzen nun einmal dann und wann ab. Und das wurde akzeptiert. 50 Jahre danach hat der Luftfahrthistoriker Peter Merlin die Absturzstelle gefunden, die amerikanische Regierung aus der Geschichte tilgen will. In diesem Gebiet liegen die meisten Trümmer. Bei dem Versuch, das Gebiet zu bereinigen, wurden die größeren Stücke auseinandergeschweißt und per Transportflugzeug zur Area 51 gebracht. Er suchte die Wüste jahrelang ab, unter Verwendung veröffentlichter Informationen. Diese geheime Mitteilung wurde von der CIA freigegeben. Da steht drin, alle Spuren von 1-23 wurden von der Absturzstelle entfernt. Meine Erfahrung ist aber, dass immer etwas übrig bleibt. Dies ist ein Stück von der Tragfläche. A steht für A12. W für Wing, Tragfläche, und 667 war die Zeichnungsnummer. Dies kommt aus dem Cockpit. Das ist der Kontrollstempel von Lockheed. Hier ist der Einschlagskrater. Überall liegt Titan. Mann, ist das ein dickes Stück. Hier ist der hintere Rumpf aufgeschlagen. Man sieht beidseitig Abdrücke der Triebwerksgondeln. Ich stehe mitten in einem von ihnen. Wenn heute ein geheim gehaltenes Flugzeug aus Area 51 verloren ginge, würde die Prozedur ganz ähnlich verlaufen. Es würden die gleichen Geheimhaltungsregeln angewandt und sie würden mit einer vorgeschobenen Erklärung kommen. McCarran Airport, Las Vegas, heute. Ein Privathangar für Flugzeuge ohne Kennung. Auch heute pendeln noch täglich Angestellte von hier zur Area 51, wie seit den Tagen von U2 und Oxcart. Die frühen Projekte machten aus Area 51 das ständige Zuhause für Amerikas Geheimprojekte. In den Akten steht, dass es nie einen Flug vom Groom Lake aus gab.
Nichts ist, wie es scheint. Und das Mysterium setzt sich fort. Das Budget für geheime militärische Projekte steht bei über 41 Milliarden Euro, höher denn je in der Geschichte der USA. Und jene, die sich so lange für Area 51 aufgeopfert haben, wissen nichts über die neuen Geheimnisse. Ich wüsste gern, was sie machen. Es heißt sogar, Area 51 ist Deckmantel für ein noch viel geheimeres Gelände. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Heimlichtuerei und Vertuschung nähert weiterhin Gerüchte. Es gibt häufig Situationen, in denen Leute nicht wissen können, dass sie falsch liegen. Es gab eine ungeheure Menge von falschen Annahmen, die aus Neugierde entstanden. Wenn man nicht weiß, was sich abspielt, versucht man dahinter zu kommen. Doch oft enthalten auch die wildesten Spekulationen Spuren der Wahrheit. Es sollte bei uns viele unterirdische Räume geben und Tunnel bis nach Las Vegas. Davon ist nichts wahr. Auf dem Nukleartestgelände gingen wir unter die Erde, weil es oben radioaktiv war. Aber nicht in Area 51. Ein anderer Mythos der letzten Zeit war, dass wir all die Geschwindigkeit und Technologie aus der Nachkonstruktion von außerirdischen Maschinen holten. Die Wahrheit ist, gut, wir haben damit experimentiert. Mit einer russischen MiG-21 von 1968. Die haben wir auseinandergenommen, um zu sehen, wie sie aufgebaut ist. Dann wieder zusammengesetzt und wir sind damit geflogen. Selbst die Verschwörungstheorie, dass die Mondlandung in Area 51 in Szene gesetzt wurde, hat ein Körnchen Wahrheit in sich. Auf dem Atomtestgelände erprobten wir das Mondauto, das Lunar Roving Vehicle. Wir testeten die Systeme. Die Astronauten waren da und übten damit in den Atombombenkratern. Daraus entstanden vielleicht einige der wirren Geschichten. Wenn jemand bei Oxcart oder U2 engagiert war, stimmte er zu, dass das alles nie an die Öffentlichkeit gelangt. Da wurde dann gesagt, okay, es ist ein Familiengeheimnis, das müssen wir mit ins Grab nehmen. Es war eine große Ehre für mich. All das Vertrauen, das in mich als Junge vom Land gesetzt wurde. Leuten wie mir wurde dort draußen großes Vertrauen entgegengebracht. Viele haben ihr Leben hingegeben. Manche Familien wurden zerrüttet, weil die Frauen nicht wussten, wann und ob überhaupt ihre Männer abends zurückkommen. Es war nicht nur ein Job. Wir hatten Aufgaben zu erledigen und an die glaubten wir. Und wir taten unser Bestes. Ich bin froh, dass es so war, wie es war. Bei der Frage, was genau sich in Area 51 abspielte, ist nur eines sicher, dass wir nie alles erfahren werden. Ich erzähle vielleicht 5% von dem, was sich wirklich abspielte. Ich habe Ihnen nur einen Teil der Geschichte erzählt. Ganz ehrlich.